Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play OFM Escalgrisa. Ja, da mein erstes Let's Play leider ohne Ton geworden ist, muss ich das jetzt nochmal alles nachsprechen. Und zwar beim Saisonlogbuch sind wir letzte Zeit bei Spieltag 33 stehen geblieben. Wir sehen, dass ab Spieltag 33 ich mit Spieltag 34 sich der Klassenerhalt ausgezahlt hat. Ich habe von Sponsor Geld bekommen und dann hat sich der Vertrag von Shadow Fonseca wurde dann von mir verlängert, weil er sich eben am nächsten Spieltag aufgewertet hat. Deswegen habe ich dann auch einen Achievement bekommen, und zwar das gute Polster. Dann wurde ich auch mit Spieltag 0 zur Manager-Legende. Ich habe mich mit Spieltag 0 bei der YouTube League angemeldet. Und die neuen Jugendspieler habe ich wiederum gefeuert, denn ich mache diese Saison keine Jugendausbildung, weil ich einfach mal die zweite ich habe in den Kader bekommen möchte. So, natürlich blöd, da ich das Mikrofon gemutet habe bei meiner ersten Aufnahme. Jetzt muss ich es halt ja, so improvisieren, aber was soll's. Gut, mittlerweile schreiben wir Saison 130, Spieltag 5. Die Themen, die ich am Zettel habe, sind die Liga-Situation, die Transfers und eben der Fun Cup. Ja, man sieht hier meine Maus noch von der ersten Aufnahme. Ich werde mich selbstverständlich bemühen, bei meiner nächsten Aufnahme diesen Fehler zu unterdrücken. Aber okay. Wie gesagt, was soll's. Hier sieht man die gefeuerten Jungspieler. Ja, dann habe ich Martin Tumba verpflichtet. Er wurde als Ersatzspieler verpflichtet um 3 Euro, also fast wie geschenkt. Der 16-Jugendspieler Argus Ambocher hat sich in der Stärke dann verbessert. Und wir haben einen neuen Mann, und zwar im zentralen Mittelfeld Arthur Löwe, der erste Österreicher in meiner Kader. Da freue ich mich ganz besonders. Und Wendell Manditke, zentrales Mittelfeld, 18-Jähriger, Stärke 3, 135.000 Euro. Nur noch hier ist zu sagen, beide Spieler haben das Doppelte als sie Marktwert waren gekostet, aber dazu möchte ich dann später eben mehr erzählen, warum und wieso ich das getan habe. Ich muss natürlich jetzt erstmal warten, bis ich hier mit dem Bild weitergehe. Gut, das waren dann auch die Sachen von Spieltag 5 zur Liga-Situation heute. Ein 0 zu 0 Unentschieden geholt, momentan Tabellenplatz 12. Man muss sagen, ich habe aber schon gegen die stärkeren Leute dieser Liga gespielt. Und das sind 5 Punkte eigentlich nicht einmal so schlecht. Da fehlen es 5 zu 7. Auch hier sieht man 2 zu 1 gewonnen, 2 zu 1 knapp verloren, 1 zu 1 Unentschieden, 3 zu 1 verloren und eben heute das 0 zu 0 gegen einen ebenfalls stärkeren, gegen Dresden Dynamo 2. Dadurch ich ja den neuen Spieler verpflichtet habe und gleich einsetze, ist jetzt meine Spielstärke von 73 auf 66 gesunken. Gut, gehen wir dann weiter mit der Teamstärke. Hier liege ich mit einer Stärke von 66 im soliden Mittelfeld. Also keine Sorge, diese Saison mit Auf- und Abstieg werde ich wiederum nichts zu tun haben. Auch beim Marktwert liege ich genau in der Mitte. Dann eben wurde Martin Tumba als Ersatzspieler für den folgenden Ersatzspieler Ricardo Juan Quinteros verpflichtet und Arthur Löw und Wendell Mandatitke aus Jamaika wurden ebenfalls verpflichtet. Beide 18 Jahre, Stärke 4, eben hier, Arthur Löw. Man sieht auch hier einen Marktwert von 345.950 Euro um das Doppelte verpflichtet. Und auch bei unserem neuen Jamaikaner sieht man es hier, 70.000 Euro Marktwert, auch hier das Doppelte ausgegeben.
Ja, bei der Spielstatistik sehen wir, dass sich eben Warren Brown und Ballhandling verbessern werden und zu 24er Achter werden. Die bekommen dann natürlich auch einen frischen und besseren Marktwert. Und wenn man sich dann diesen ansieht, versteht man vielleicht, warum ich jetzt die anderen zwei Spieler verpflichtet habe. Ronaldo dos Santos, unser Stürmer, wird sich auch verbessern. Aber zunächst einmal zeige ich euch das mit dem Marktwert. Und zwar rechter Verteidiger. Ein 24er Achter ist dann 1,59 Millionen Euro wert. Und wenn ich ihn um diesen Preis wegbekomme, habe ich auf jeden Fall wiederum ein sehr gutes Plus gemacht. Und das gleiche dann natürlich auch mit dem ZM. Der ist um eine Spur noch mehr wert. Ich werde dann beide ab Spieltag 9 auf den Transfermarkt stellen. 1,63 Millionen Euro. Super. So, da wäre ich dann wahrscheinlich bei beiden, wenn beide um diesen Marktwert gehen, ein Transferplus von 2 Millionen Euro herauswirtschaften, dass ich dann wiederum weiter investieren kann. So war eigentlich auch der Plan. Gut, gehen wir dann weiter. Ja, bei der Spielerstatistik wird sich dann hoffentlich auch noch unser neuer ZM sowie Martin Tumba, unser Ersatzspieler, dann in der Stärke bis Spieltag 9 aufwerten. Eine kleine Chance hat auch Arthur Löwe, aber mit ihm rechne ich erst mit Spieltag 18 mit einer Aufwertung, ebenso mit Christoph Scheidemann. Ich werde Stürmer und Torhüter mal mindestens noch 2 Jahre behalten, um sie dann mit 26 auch hier verabschieden zu können und werde dann ordentlich ins Geldsackerl greifen, um einen neuen gleichwertigen Stürmer, aber jünger, das gleiche mit dem Torhüter, gleichwertigen Torhüter, aber jünger zu verpflichten. Das wird ins Geld gehen, aber die Schlüsselpositionen Torhüter und Stürmer sollte man doch gleichwertig lassen. Eigentlich habe ich jetzt schon die Hälfte des Kaders neu und verjüngert. Schritt für Schritt immer 2, 3 Spieler pro Saison. Ja, und dann auch natürlich das große Thema der Fun Cup. Leute, vielen Dank. Das Praterturnier ist voll. Hier ist mir allerdings auch ein kleiner Rechtschreibfehler unterlaufen. Praterturnier. Kann ich aber erst mit der zweiten Auflage ausbessern, da es in der ersten nicht mehr gibt. Zu sagen ist, dass die ersten 14 Teams aus meiner Freundesliste inklusive mir sind und die anderen zwei Teams haben sich dann noch so dazu angemeldet, weil ich ja auch den Fun Cup, das Praterturnier dann freigestellt habe. Mein Plan ist es, mit der zweiten Auflage diese 15 Teams, die sich jetzt als erstes angemeldet haben eben mit nächster Saison auch Ihnen am ersten Spieltag die Einladung zu senden, damit Sie die Chance haben, sich als erstes anzumelden. Und wenn dann am zweiten Spieltag noch Platz frei wäre, würde ich dann den Bewerb wieder freistellen für alle OFM-Clubbesitzer. Ja, wir haben auch hier Chemnitz-Schönau, Retrawan, Gutteguteim, Boysen United, Bitcoin United. Alles Bekannte, die andere vielleicht auch kennen. Aus der österreichischen, deutschen Liga, Kreisliga, Bitcoin United aus England. Gut. Ja, unter den Titel Praterturnier Grizzly and Friends, so ist es nämlich auch nicht. In der Übersicht auch hier herzlich willkommen, die erste Auflage des Praterturniers, hier richtig geschrieben. Ich verweise ja auch auf meine Let's Plays, leider hat der Link nicht funktioniert, deswegen habe ich es einmal so gemacht. Und wir sehen das Riesenrad von Wien im Hintergrund, die Wiener Stadt. Ein sehr schönes Bild habe ich mir auch hier ausgesucht.
Wer mehr vom Brat erfahren will, was der Brat überhaupt ist, kann es auch unter Wikipedia oder googelt mal nach, was der Brat eigentlich ist. Ja, auch hier muss bei manchen Teams die Stärke noch angepasst werden, aber mit 64 sind die meisten eigentlich eh schon sehr gut dabei. Ja, weiter die Teams. Der FC Kokobin, dann wieder ein Let's Player, Bukos, Nekos, so wieder SC Bumsklumpen, der nächste Let's Player. Dann meldet sich noch an Hamburg, Elbcoast. Nummer 11, der erste FC Bochum, spielt ja mit mir in meiner allerersten Saison mit. Das Internet-Team war die Nummer 12. Aus Griechenland, das Internet-Team. Dreizehn die Superkickers aus Polen, 14 die Erdinger Grizzlies, Erdinger Grizzly SV und 15 und 16, wie gesagt, die Clubs, die was mich frei ausgesucht haben, Gabis Zone und der HSV 1995, beide aus Deutschland. Ausgelost wird der Capia mit dem, ich glaube, mit dem 12. Spieltag. Ja, hier wollte ich noch sagen, ich schreibe auch hier jetzt mal etwas dazu. Wünscht ihr euch bestimmte Vereine in eurer Gruppe? Wenn ja, wem? Oder ist es euch egal, wie man bekommt? Ihr könnt ja eure Meinung dazu schreiben. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Ich habe mich, wie gesagt, auch in der YouTube-Liga angemeldet. 123 Vereine, auch hier schon angemeldet. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Heute steht, glaube ich, noch ein, nein, morgen steht noch ein Cup-Spiel an. Ich danke fürs Zusehen. Also dann, tschüss und Baba, euer Grizzly.